würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute fahren wir nach Dortmund. Dortmund versus Leipzig. Es ist zweiter Platz in der Tabelle, punktgleich aber mit Bayern. Check mal den Chico von oben bis unten ab. Schreibt jetzt in die Kommentare. Schuhe, Louis Vuitton, keine Ahnung wie teuer. Hose, gerade eben von Eris Studios bekommen. Shoutouts an Eris Studios. Pulli und Jacke von Ola Kala, gerade geschickt bekommen, mega nice. AMA Studios zum Layern. Ja, man, zum Layern. Oben Red Bull auch gestern zugeschickt bekommen, ey, Shoutouts. Okay, ey, wir müssen losfahren. Der Friseur wartet die ganze Zeit schon. Haha, witzig, ja, warum geht er zum Friseur? Ey, den Joke habe ich wirklich noch nie gehört. AMC muss nämlich auch zum Friseur, der kommt auch gleich mit. Kannst du aufhören, mit Hades zu spielen? Um Gottes Willen. What the Digga, um fuck? Gottes. Bro, ich war seit 17 Tagen nicht im Auto. Nein. Idee, da ist doch alles voll. So halt. Echt? Big Tasty, Bro. Der Big Tasty. Ich liebe mein Big Tasty. Ohne Tomate, ohne Bacon. Wichtig. Okay, ich gebe dir 50 Euro, wenn du den isst. Na, oh Gott. Was? 50 Euro. Die Krankenhausrechnung auch noch dazu? Eben sie hier mal. Nein, legst du mal da hinten. Legst du erstmal mit? Ja, das muss ja ein Müll, aber hier ist doch kein Mülleimer. Ich muss das halten, hier ist kein das Platz. Bisschen, das ist bisschen flüssig unten, pass echt? Auf. So, Freunde, bevor das Video weitergeht, hier ein absolut Banger-Gewinnspiel. Und zwar die Nummer 22, Bellingham, unterschrieben von Sali Özcan. Das könnt ihr gewinnen. Und zwar müsst ihr einfach nur dem Kanal hier folgen. Das Ganze auch nochmal kommentieren, liken das Video und natürlich auf Instagram folgen. Da heiße ich nämlich AmarTV. Und das ist das Leichteste. Auf AmarTV, auf Instagram läuft das Gewinnspiel dann auch. Es wird ausgelost in einer Woche. Geistesgestört. Riesen-Shoutout nochmal an 1&1, dass sie das überhaupt ermöglicht haben. Und dann würde ich sagen, viel Erfolg. Ich schreibe euch an, sobald ihr gewonnen habt. Wir sind gerade hier. Wie heißt denn das hier? Oh, in der Nähe. Ja, also, ja. Nein, ich meine. Also, ich meine, in der Gegend, das ist hier in der Nähe von Alzer, Außenalzer. Da ist nämlich mein Friseur. Da haben wir auch letztens gelivestreamt. Schaut uns gehen raus an den Buddy. Der ist sehr, sehr korrekt, macht das immer sehr gut. Und ja, ich weiß, bei mir muss man nicht viel schneiden, aber Augenbrauen, Bart, das ist immer das Wichtige. So dieses rundum sorglos. Was? Untenrum sorglos Paket. Alles gut? Moin. Alles gut? Hi. Grüß dich, ja. Moin, Julia. Julia. Ja. Seiten auf Null. Wir müssen einmal Seiten auf Null, oben auf Null, alles auf Null. Ja? Ja. Das untenrum Sorglospaket, ja. Gut, jetzt denkt er auch. Weißt du, was der zu Valentinstag hatte? Er hatte hier so eine Blume hier stehen gehabt. So einen Topf mit einer Blume. Und drumherum hat er einfach Kondome gehabt und gesagt, Happy Valentine's Day. So, der Herr, wie darf ich Sie heute servieren? Wie du mich servieren kannst. Du kannst mich bedienen. Servieren, oder was? Bitte servier mich. What? Das ist ein bisschen zu früh. Mag ich mal zeigen? Nein. Also das ist ein bisschen unangenehm für dich. Wo ist mein Louis Vuitton-Dings? Was ist das denn? Was ist das hier? Nein, ich mach nur Spaß. Nein, lass mal drin. Nein, bist du doof? Nein, ich mach doch nur Spaß. Hey, nimm mal diesen Louis Vuitton von Amar. Umhang von Louis Vuitton von Amar. Der hat da hinten. Sorry, das ist... Leider recht. Das ist nicht akzeptabel. Oh, das ist schon ein bisschen abgehoben von dir. Das ist nicht, nein, es ist nicht akzeptabel. Na, geht zum Friseur und hat keinen Louis Vuitton-Umhang und verlangt einen neuen Chance. Ich war neuer Friseur. Irgendwie fühle ich mich direkt besser. So getätigt hier. Double Penetration. Manchmal muss es auch schnell gehen. Tarek, möchtest du uns da helfen? Komm, hilf uns, kein Problem. Ja. Er braucht richtig Massage. Super. Wenn mal bloß die Frauen so bei mir anstehen würden, ne? Im Dortmund-Stadion gibt es ja echt hübsche Frauen. Ja? Ich hellhörig damit. Er wird so hellhörig sofort. Nein, die Mütter sind auch super. Schade. Hast du gerade meine Glatze angepasst? Okay, wir sind wieder fresh, wir sind wieder ready. Amy sieht echt schön sehr gut. Endlich mal, Digga. Der hängt den ganzen Tag schön Valorant zu Hause, Digga.
Was bist du für Rank? Immo 3. Nein, Ladies, habt ihr gehört? Wer noch geboostet werden will, der Boosting-Service ist da. Wir fahren jetzt los. Ich krieg die ganze Zeit gerade Nachrichten bei WhatsApp und bei Instagram und so von euch auch da draußen. Dankeschön. Auch nochmal hier mein Instagram verlinkt. Weil alles ist gesperrt in Dortmund. Komplett. Es gibt 2 Demos, es sind 3 Konzerte und es ist das Dortmund gegen Leipzig-Spiel, was unglaublich wichtig ist. Ja, also es fuckt ein bisschen rein. Wir werden jetzt einfach Gas geben und so schnell wie möglich versuchen, in Dortmund anzukommen. Oh, da muss ich rein! Ihr seid solche Arschgeigen. Ja, nice. So eine Ina, wo er packt. Der hat auch gar keinen Bock mehr, Digga. Ja, nice. Ja, dann. Ja, gucken wir dann, ne, wie wir dann nach Dortmund kommen. No. Wir haben eh keinen Stress. Wir haben gar keinen Stress, ey, wirklich. Ist ja auch erst 15 Uhr jetzt. Ja, was hat der Mann vor? Ja, was hat der heute noch vor? Das ist 30 Euro allein. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind immer noch auf der Autobahn. 1,5 Stunden haben wir noch mindestens. Wir haben bis jetzt nur 1,5 Stunde gut gemacht, weil ganz Hamburg abgesperrt war. Nice, Digga. Ja, wir sind das erste Mal gerade wieder 240 gefahren. Für genau 5 Sekunden und jetzt staut sich das wieder. Ganz Dortmund, ganz Köln, alles ist komplett voll. Es sind 2 Demos angesagt, es sind 3 Konzerte angesagt. Ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber es ist geistesgestört. Und jetzt versuche ich, so viele Meter wie möglich zu machen. Fortnite Pros gesprochen, sehr, sehr geil. Die freuen sich alle auch auf FNCS schon dieses Wochenende. Und ich habe mit Revi gesprochen und mit Marc Eggers. Wir werden heute Abend, morgen ist FNCS-Finale, wir werden heute Abend aber nochmal nach Köln vorbeischneiden, dort mal den noch feiern. Morgen dann frühst direkt anfangen mit geilem Content in Hamburg. Das heißt, es kracht komplett. Schauen wir mal, ob wir das alles hinbekommen, aber wir kriegen das eh mal alles hin. Von daher wird noch ein geiler Vlog. Ich freue mich richtig doll auf Karim. Karim wird heute, glaube ich, nochmal ein Mehrwert für diesen Vlog sein. Und ich habe für euch noch ein paar Gewinnspiele rausgesucht, was vielleicht auch nochmal nachher ein Thema sein könnte. Also dranbleiben. What the f***? Das ist doch geil. Hä? Wie heißt du nochmal? Gian. Ich heiße Amar. Amar TV, ja? Ja, gut. Schönes Auto, Digga. Ist von meinem Chef. Ist egal, schönes Auto, du sitzt da drinnen. What the? Mein Auto mag das. Fährt er dann schneller? Aber nur ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Aber, guck mal, ich zeige euch jetzt gleich das Ehrenloseste, was es gibt. Was kostet der Liter hier? 2,41. Und ich zeige euch gleich das Ehrenloseste, was es gibt, weil ich bin auf der Tankreserve. Und ihr werdet euch jetzt gleich denken, ja okay, dann entspannt, weiß ich nicht, 80 Euro oder so. Wir sehen uns in 10 Sekunden. Du, die Hälfte geschafft, Bro. Hälfte ist du. Könnt ihr hier 4 TikToks noch aufnehmen? Okay, mach mal einen Dance, mach mal einen Dance. Geh sturdy. Damn. Hey. Damn. Hey. Damn. Hey. Damn. Hey. Damn. Hey. Damn. Hey. Okay. Hey. Ja. Okay, und jetzt ein Freestyle, jetzt ein Freestyle. Jetzt ein Freestyle? Okay. Ja. Ja, ich meine eigentlich Freestyle-Rap, aber okay. Digga, das, also, Briefing so ungenau. 90 Liter, 218 Euro. Ja. Lass gerne schon mal ein Like auf diesem Video da. Kommentiert das gerne für den Algorithmus, sonst bin ich gefickt. Ich zahle das immer von mir. Alle denken so, oh geil, dann wird er gesponsert. Nein, ich zahle das jedes Mal selber. Wobei ich sagen muss, 1&1, riesen Ehre. Die haben nämlich mir ein Hotelzimmer organisiert, für mich und für den Kameramann, Drag Sereno. Und die Loge. Digga, holy shit, die Loge. Das ist ja viel mehr wert als jedes Geld. Ich weiß nicht, welche das ist, aber ich glaube, das ist die. Wie viel hast du getankt? 20 Euro? 218 Euro. Ich nehme sonst die für 20 einfach. Ja. Wäre das eigentlich illegal? Nee, ne? Wenn ich einfach die für 20 nehme? Karte? Ja, bitte. So viel Bargeld hat doch kein Mensch dabei. Oder? Was ist so das krasseste an Bargeld, was jemand schon mal hier rausgeholt hat? Guten Eingabe für den jungen Mann. Gut. was geht, Digga? Na? Ey, geil auch, dass ich bei dir, bei dem Dodgeball Event im Team bin, Digga. Richtig, hab mich voll gefreut, ey. Ey, weißt du, was das Allergeilste war? Wie heißt er? Revi musste dich nehmen, weil sonst wäre nämlich keiner in sein Team gegangen. Weil alle nämlich bei mir schon zugesagt haben. er hat nämlich die Reste der Reste bekommen. Aber cool, dass du dabei bist. Ey, bei mir ist sogar Dena mit dem Team, Digga. Also,
Wo hat er ihn denn ausgegraben? Was ist denn dein Plan für heute? Ich bin wie bei der Miss Germany Wahl. Ich muss heute, also ja, morgen früh direkt dahin fahren. Nach in den Europapark, weißt du? Ja, ich muss morgen früh auch ganz früh nach Hamburg fahren, weil ich da großes FNCS-Finale habe um 2 Millionen Euro. Das moderiere ich. und hab dort. Warte, warum lachst du? Und ich habe dann, also ich muss allerspätestens um 10/11 Uhr muss ich tatsächlich nach Hamburg fahren. Aber nichtsdestotrotz, weil wenn ich mal in Köln schon mal oder in der Nähe von Köln bin, dann freue ich mich natürlich darüber, über so einen kleinen Flamingo-Besuch mit meinen besten Freunden und Zwecksfreunden aus Köln. Ich habe wirklich heute einen abgesagt. Ich bin echt raus, auch weil Warte. Nein. Beim letzten Mal, ich war wirklich da so, war männlich am Start, aber ich mache gerade auch Alkoholpause und wirklich, ich muss echt reden, ich habe Kooperation, ich fahr dahin, ich kann nicht. Also wirklich nicht, bei aller Liebe, es geht echt nicht. Und also Revi liegt heute auf im Bootshaus. Der hat auch schon die ganze Zeit rumgeheult und meinte, ey Digga, bitte, und so habe ich auch gesagt, ich komme wirklich nicht, obwohl ihm das auch voll wichtig war, aber ich muss gerade mal runterfahren, Digga. Ich habe wirklich übertrieben mit Karneval. Also kein Spaß. Es war so, Digga, kurz vor, ich lasse mich einbeißen, weil ich nur noch besoffen war. Weißt du? Marc. Also die ganze Woche, Digga, auf geisteskrank saufen. Weißt du? Ich habe dich gerade, ich glaube, akustisch die letzten 3 Minuten nicht gehört. Ja, ja. Ich wollte nur einmal ganz kurz fragen, wärst du denn heute Abend am Start? Weil ich würde sonst noch einen Tisch reservieren. Digga. Nein, ich bin wirklich raus. Stau. Einfach nur respektlos. Aber ich muss sagen, wenn man diesen Stau einmal durchgenommen hat, danach ist total in Ordnung. Danach bist du sofort im Stadion. Also dann dauert es nur noch 10 Minuten, dann bist du im Stadion. Und das ist halt das Geile. Aber diesen Stau musst du einmal mitnehmen, weil der ist ehrenlos. Hilfe. Aber das ist halt das, was die Leute in meinen Vlogs immer bis jetzt noch nicht gesehen haben. Der Stau, der kostet einen immer so nochmal eine halbe bis Stunde. Immer. Das heißt, geht rechtzeitig ins Stadion. Wenn das Spiel um 9 Uhr ist zum Beispiel, sei doch auf jeden Fall irgendwie schon um 19 Uhr im Stadion. Kein Problem, mein Freund. Alles gut. Hab dich doch gesehen. Aber geradeaus durch. Dankeschön. Das ist die Sondergenehmigung hier, Digga. Guck dir das an. Komplett leer. Liebe Grüße gehen wieder raus an 1 und 1. Yay! Cool. Oh, dieses Stadion. Schon wieder vermisst. 1,5 Wochen nur nicht da gewesen. Junge. Und da ist der BVB-Fanshop. Sie wissen schon, wo der Parkplatz ist? Ich bete. Hier rechts irgendwo und dann gerade. Ja. Ganz hinten durch? Ganz links. Einmal hier scharf links und dann unter die Südtribüne. Die sind also hier scharf links, ja. Und an der Straße folgen, da können Sie auf dem Weg auch nochmal nachfragen. Okay, alles klar. Danke. Viel Spaß. Scharf links, normalerweise eigentlich nur Spieler. Hier, Spieler, Auto. Erkennst du schon ein Auto hier? Nee, hier nicht. Aber drinne. Jetzt komme ich ins Fernsehen oder wie? So schlecht sind wir nicht. It's World Wide Rap. So, nee. Einmal jetzt am Stadion vorbeifahren, ja. Das ist jetzt die Westtribüne und wenn die zu Ende ist, dann links unter die Südtribüne, da ist ein Tiefgaragenplatz. Perfekt, ne? Dankeschön. Viel Spaß. Danke. It's World Wide Web. Ja, bist richtig. Ja? Da ist mein Kollege, ich wollte nur Hallo sagen. Okay. Ja. Ach so, okay. Hallo. Guck mal hier die Red Bull Mütze ab. Ja, hier nehme ich die Red Bull Mütze ab. Hier, warte. 40? 39? Weiter. Schieben! Und da haben wir's. 1 und 1. Die Red Bull Mütze bleibt hier auf jeden Fall ab. Wir sind jetzt im Stadion. Alle, die immer was mit Fußball zu tun haben. Ich liebe ja Red Bull, aber irgendwie im Fußball. Alle mögen Red Bull, aber keiner mag RB Leipzig. Und das assoziieren sie dann immer damit. Deswegen, wir lassen die hier. Machen wir eine Ansage. Wunderschöne Videos machst du. Danke sehr. Sehr, sehr gut. Hallo, hi. Hi. Welcher Loge seid ihr heute? 1-1. Ah, okay, dann sehen wir uns dann auch. Okay, aber ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Echt? Ich glaube, also. Nee, also hier drüber willst du nicht sein? Doch. Nein. Es geht genau hoch. Ja, aber hier drüber willst du nicht sein. 1-1, ne? Ja, genau. Das ist auf der anderen Seite. Genau. Also da willst du nicht hin, hier rüber. Du kannst dich gerne machen. Oder deine Klamotten sehen ja nicht mehr so aus. So. Und jetzt ist die Wand hier hautnah. Das hier, wovor wir gerade stehen, ist die Südtribüne. Da ist die gelbe Wand nämlich. Das ist das geistesgestörteste, was es im deutschen Fußball gibt. Es ist der krasseste Ultra-Block, den es überhaupt gibt.
Es ist geistgefühlt. Ich war selber noch nie so nah dran, glaube ich. Noch nie. So, wir haben ja noch einen richtigen, waschechten Dortmund-Fan. Wie heißt du? Vivian. Vivian? Genau. Hier, was ist deine Prediction? Also meine Prediction ist auf jeden Fall 2-1 für Dortmund. 2-1? Ich sag 3-1, Freunde. Oder es wird ein langweiliges 0-0. Glaube ich aber nicht, weil wir beide Teams sehr, sehr stark offensiv eingestellt sind. Was meinst du, wer schießt die Buden bei uns? Ich sag auf jeden Fall Bellingham und vielleicht noch Brandt. Ja, ja. Brandt auf jeden Fall, 100%. Ja, 100%. Und Marco legt 1 vor, 100%. Ja, safe. Ja? Okay. Viel Spaß. Vielen Dank. So, wir zeigen jetzt gleich einmal die Tickets vor. Wir sind jetzt hier so im Backstage-Bereich. Und dann kriegen wir gleich so Armbänder. Und dann sind wir good to go. Genau. Bekommen Sie auch noch einmal ein Armband? Viel Spaß. Mir? Top, danke. Das sind jetzt die heiligen Hallen im Hintergrund. Essen vorbereitet, wo die coolen Kids sind. Hey. Hey, Ernesto. Ja. Hi. 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 Amma. Der Papa. Der Papa? Ja. Das ist der Papa. Ja. Hallo Julian. Das sind die langen, schönen schwarzen Haare. Meine sind weg. Hatte ich früher auch schon. Ja? Da geht's ja. Gut, und der? Ja, komplett Trainingsanzug. Normal. Bist du aus Hamburg gekommen jetzt? Na klar. Extra. Morgen habe ich sogar. War morgen kein Stau gewesen? Komplett. Logisch. Ja. Wie lange aber vier Stunden? Ungefähr, ja. Vier Stunden. Aber das ging eigentlich, weil das ist der normale Stau. Das war jetzt nicht wegen den Demos und sonst. Das war einfach der normale Dortmund-Stau. Das war entspannt. Was? Es ist so weit. Ich muss auch sagen, ich liebe einfach dieses Stadion. Das ist so gut. Letztens saßen hier Politiker und sowas die ganze Zeit neben mir. Hey, was geht da mal? Alter, die Jungs wärmen sich gerade schon auf. Ich wärme mich auch auf. Für die Jungs. Aber man wird hier immer schnell gespottet. Ich weiß auch nicht warum. Weiß auch nicht warum, Bro. Wir sind einfach so wie in der Tribüne hier. Ah, stimmt. Vielleicht deswegen. Geil. Ich liebe das, weil hier hast du dann immer noch so Side-Informationen. Hier sind die ganzen Kommentatoren aus aller Welt. Und dann hast du hier immer die ganzen Zeitinformationen. So, ey, wer hat wie viele Kilometer gelaufen und so. Ich bin auch sehr gespannt auf die Aufstellung von Leipzig. Kein Timo Abi? Ne, kein Timo Abi. Das heißt, die haben keine Chance. Der Einzige, der läuft bei denen, ist Timo Abi. Und Konrad. Trainiert er das? Natürlich. So wie sich der Latt anfühlt. Es gibt natürlich wieder Geschenke. Ein Trick für dich und das Beste ist... Ey, und das ist einfach auch... Das ist der Traum. Irgendwann laufe ich ja auch noch auf. Eines Tages. Vielleicht so als Spielerkind. Vielleicht schon Dienstagabend in London. Ich habe gerade mit Karim gesprochen. Karim kommt zur zweiten Halbzeit her. Aber abfahren, es geht los. Ja, diese Wand ist geisteskrank. Das ist so krass, oder? Das ist das erste Mal für dich. Ja, wie fühlt sich das an? Ja. Boah, wie die gerade gepfiffen haben. Das war's. Gegen hatte das geisteskrank. Ich war ja jetzt gerade im Leipzig-Stadion. Und, Digga, also das, also die haben auch sehr, sehr krasse Ultras. Aber das hier ist geisteskrank. Ich kann noch mal ganz kurz einen Check machen. Schlotte spielt, Marco spielt, Mario spielt, Jule spielt, Sali Özcan spielt, Emre, alle spielen. Niklas spielt, alle spielen. Sehr, sehr geil. Stammmannschaft jetzt spielt, weil er die ganze Zeit verletzt war. Das wird auch nochmal ein richtig großer Faktor für Leipzig sein. Aber Timo Abe ist nicht mit dabei. Das ist ein Bruch, weil Timo ist der schnellste Spieler bei denen. Mit Abstand. Oh mein Gott! Bisschen niedriger. Ich sehe eine Taktikänderung. Oh, da ist sie! Julius ist das erste Tor. Gib mir 50 Cent, du Wichser! Ja! Gib
wir 50 Subs. Boom. Also Freunde, er hat gerade geschrieben, wir haben gewettet, er meinte Bellingham schießt das erste Tor, ich meinte Jule schießt das erste Tor, gibt mir 50 Subs. Tja, Mods, außer mit seinen Schulden auch mal vielleicht ein bisschen ankorrigieren, ne? Nee. Salih Özcan. Was? Hä? Scheiße. Ja, den Oma haben wir. Keine 50 Subs. Er hat noch nicht geschrieben. Aber das ist auch für uns beide nicht lustig. Ich glaube, er hat lieber 50 Subs gezahlt. Oh, oh, oh. Was hat er geschrieben? Das kann ich nicht zeigen, Digga. Der Torwart hat auch keine Chance, er hat die Ecke gerochen, aber keine Chance gehabt. Ganz einfach. Gib doch nochmal eine gelbe bitte. Es wären erst zwei geflossen. Das ist gelb. Das ist gelb. Das ist gelb. Das ist gelb. Komm her. Besser kann es gerade nicht ausgehen. 2:0, jetzt schon vor der Halbzeit. Aber wenn sie jetzt auf Defensive gehen, ist Quatsch. Ist Quatsch. Ist... 2:0 kann man sich nicht beschweren. Alles gut. Sau geil. Und jetzt gibt's Currywurst und Waffel. Ja, gut. Irgendwer musst du jetzt auch testen. Probier mal. Ja, mein, probier, du mein, mal. Mein, probier mal du mal. Ist gut, aber. Ja, ist gut, ist gut. Mhm. Gibt's auch mit Schoko und mit Puderzucker. Sag Entschuldigung. Nee, sag Entschuldigung, das ist besser. Wir nehmen aus dem fremden Puma-Lager, wo wir gerade sind. So. Oh, nehme ich mit, Jungs. Danke, ciao. Alter. Hey, niemand sagt. Okay, okay, warte. Ein ins Gesicht und 50 Subs. Okay, was? Okay, wer schießt das nächste Tor? Du darfst als erstes wählen. Nein, Marvin bin ich nicht. Ich sag diesmal Jule. Nein. Jule? Ah, okay, Digger. Ja, Jule spielt eh durch. Das heißt, meinst du, Marco wird ausgewechselt? Ja, ne? Okay, wenn Marco ausgewechselt wird, darf ich einen neuen picken. Okay. Ich nehme Marco. Okay. Ja? Ich nehme Marco. Wenn er raus ist? Dann nehme ich den, der. Dann der reinkommt. Ja, Prinzip. Ja, aber der. JB kommt rein. Hä? JB kommt rein. Geht nicht. Ja, dann nehme ich ihn. JBG. Okay. Macht man das so? Ey, hier Quant ist eigentlich immer die ganze Zeit grau. Und was machst du da? Damit wolltest du es ausmachen. Damit wolltest du es ausmachen. Genau. Du machst den Waldbrand oder so. Also, Karim, ich würde sagen, er ist ein deutlich besserer Freund als Sidney und Willi. Safe. Warum? Krass, Sidney. Nein, sage ich. Warum? Und ich hoffe, die sehen das auch. Ich weiß, dass sie das sehen. Aber ich sag's dir ehrlich, du kommst immer noch nicht rein. Lass mich rein? Nein.
Hast du Sonnenbrille dabei? Nein. Ich habe auch keine dabei. Das wäre auch zu viel jetzt gewesen. Einfach so, da sitzt hier so. Ich weiß nicht, wie viele Videos ich gesehen habe, ne? Mit dieser Sonnenbrille, wo ich so stehe. Ja, mit Leder. Ja, aber ist auch witzig. Ja, klar. Ja, natürlich ist es witzig. Er ist Trendsetter, Leute, er ist Trendsetter. Er lässt die Leute nicht in den Club rein und sowas. Das wäre Marco gewesen! Das wäre Marco gewesen! Der Witz in das Ding ab! Das wäre... Ich hätte es so genommen. Und so wie wir wissen, dauert. Danke, danke. Habt ihr eure Taktik geändert? Weil Sali spielt ziemlich offensiv. Ich war in der Kabine und ich hab gesagt, Jungs, gib Vollgas. Ich sehe das, die verstehen das. Sag für die Kamera. Nein, ich weiß nicht, der war Flopbo. Ich wollte nur die sagen. Nein, nein, sag einfach Minecraft. Irgendwas mit, ich hab keine Ahnung. Alles von gut, Digga. Ich wollte nur was mit Skeletten sagen, wenn man sie haut, haben die so ein Geräusch. Und das ist bei Schlotti, wenn er geht. Nein, nein, das ist so dick, dick. So, schön. Nur der 3-1 kann man noch wahr werden. Ich hab gesagt 3-1. Aber es tut halt weh, ne? In der 75. jetzt. Digga, ich glaube, das ist das erste Mal seit, weiß nicht, 50 Spielen. Guck mal, wer da reinkommt. Mo Dahoud. €10. 10 Euro. Okay, 10 Euro. 2-1 oder 3-1? Ich sag 3-1. 3-1, 2-1. Okay. 10 Euro. Okay. Du bist 10. Nee. Oh, okay. Und sonst so? Wie ist so das Spiel bis jetzt gewesen? Was? Wie war das Spiel bis jetzt so? Ja, ich fand's total in Ordnung. Willst du mich loslassen oder magst du mich? Achso, du hältst doch hier komplett fest. Guck mal, wie eure Hand fällt. Das war ein bisschen unangenehm, oder? War ich das? Ah, okay. Ja. Ja, okay, ich war das. Nee, alles gut. Ich lieg jetzt. Ja. Eine Minute noch plus Nachspiel. Ich glaube, Nachspiel wird safe 5 Minuten sein. Digga, hier. Hier. Lange her, dass Marius auch komplett durchgespielt hat. Sehr geil. Gezogen hier oder was? Wettschulden sind Ehrenschulden, ne? Nimmst du auch einen Bewirtungsbeleg? Ja. Muss noch mal kurz ein bisschen suchen. 5, okay. Drei. Nimmst du Kleingeld auch so? Oh, kannst du wechseln? Ich glaube ja, warte. Echt? Okay, wir machen Geld-Exchange. Ja, Geld-Exchange. Okay. Okay, Freunde, ich hatte euch ja vorhin gesagt, vielleicht können wir ein Trikot verlosen. Ich hatte gedacht, dass ich eventuell dann das hier nehme. Ich wusste nicht mal eins, was ich bekomme, aber Steffen hatte gesagt, ey komm, ich hab dir wieder was organisiert. Eigentlich wäre es das gewesen. So, und jetzt, und ihr wisst, das ist komplett ausverkauft gewesen, über 600.000 Leute haben darauf gewartet. Vielleicht könnt ihr es ja schon erkennen. Kohle und Stahl. Digga, ich hab selber nicht. Deswegen, ich kann es an euch da draußen rausgeben. Das ist das geistesgestörteste Trikot, was es jemals gab. Hier einfach Kohle. Mit einem Stück Kohle. Boah, Hilfe. Ey, das sieht so geil aus, ne? Es wird mir, glaube ich, ein bisschen besser stehen, als der Zuschauer da draußen. Und es ist die Nummer 22, Bellingham. Und ich weiß, ihr liebt den Jungen. Ich weiß, ihr liebt ihn. Das ist der Superstar hier. Scheiße, ich sag mal schon. Ich will das, glaube ich, gefühlt selber haben, aber ich werde es euch geben. Und Real Talk, guck mal hier. Die haben das Ganze ja ermöglicht. 1-1. Es ist geistesgestört. Wir sind auch nächste Woche mit den Jungs und Mädels. Chelsea gegen
Dortmund am Start, in London, werden dort 3 Tage Content machen, werden sogar live sein. Das ist geistesgestört. Gerne abchecken, das Ganze ist auch nochmal verlinkt, 1 und 1 ist auch natürlich nochmal verlinkt. Auch wenn ich es nicht machen muss, es ist... Ich würde sehr gerne ein Foto machen. Mit dir mache ich nicht. Komplett. Oh, das ist ja nicht mal mehr eine Welle, das ist ein verfickter Tsunami. Ehrlich jetzt, das ist ein verfickter Tsunami. Geistesgestört. Nehmen wir mit. Kurze Frage. Hatte der Trainer heute zu dir oder davor irgendwie gesagt, Bro, du spielst jetzt weiter in der Spitze? Weiter in der Spitze? Ja, weil du bist richtig oft vom Mittelfeld einfach nach vorne gelaufen. War das eine Taktik vom Trainer oder war das einfach so? Musst du. Du kannst ja nicht warten, bis die dann auf dich zukommen. Ja, safe. Du musst ja so gesehen. Aber du bist ja vorher immer sonst sehr doll Sechser gewesen und hast ja einfach weggeräumt so. Aber, und dann hat Jude sich immer nach vorne bewegt. Mhm. Hat das dann einen Grund gehabt, warum ihr das heute so ein bisschen geswitcht habt, so ein bisschen die auszutricksen? Ja, oder? Wir wollten halt früher Druck machen, ne? Habt ihr geschafft, ja. Früher Druck machen, dass sie gar nicht ins Spiel kommen, weil Leipzig hat auch Qualität, vor allem vorne hin, ne? Ja. Und wenn du denen dann hinten vor allem Pressing gibst, geschafft gemacht, ehrlich. Erste Halbzeit war super. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen nachgelassen. Ja. Die Kraft ein bisschen gefehlt, aber da war super. Ja, aber durchgespielt, oder? Geschont für Dienstag. Geschont? Was nennt sich geschont? Hin und her gelaufen. Nee, war es top. War echt sehr, sehr gut. Also, Retalk. Ich bin jetzt auch im Stadion. In London? Mhm. Geil. Das erste Mal für mich dann auswärts. Machst du einen Flitzer? Wie viele haben wir auf Kamera, ne? Ja. Wie viele Subs bekomme ich? Oberkörperfrei Flitzer, so viele du willst. Okay, das müssen wir leider rausschneiden, weil sonst kriegt er Ärger, Digga. Da hinten wird schon geguckt, so. Können wir das reinschneiden? Nein. Top. So, mit Beweisvideo sogar. Ja, nicht gefaked. Kein Fake. Kein Fake. Dankeschön, Bro. Top. Sehr schön. Top. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir sind gerade bei unserem Hotel und ich habe mich ja überreden lassen, dass wir noch nach Köln fahren und dort ein bisschen feiern. Obwohl wir echt. Wie spät ist es überhaupt? Es ist 12. Es ist so gottlos. Wir fahren jetzt echt noch eine Dreiviertelstunde. Ich lasse das Auto dann da stehen und dann nehmen wir uns noch irgendwie ein schnelles Hotelzimmer oder so. Keine Ahnung. Also bei mir kracht es auch komplett. Aber ich freue mich sehr auf den Abend. Rewe legt ja auf. Da gucken wir ganz schnell kurz vorbei, aber das ist nicht mein Vibe. Das ist so komplett Hardcore-Musik. Genau. Und was noch? Was für ein Update gibt's noch? Akanji braucht 2 Controller von mir. Kein Problem, Akanji, ich geb dir gerne 2 Controller, Digga. Du hast mir letztes Mal dein Trikot gegeben, was komplett voll... Wie vollgeschwitzt war das? Digga, ja, aber du hast es auch so ein... Das war in so einer Tüte drin. 2 Wochen in so einer Tüte gelassen, Digga. So ein Digga, es ist verschwimmt. Das war immer noch nass. Das war echt schon... Das war einfach noch nass. Ey, ich bin so stolz auf die Jungs. 2-1, wirklich. Gerade eben nochmal mit den Jungs geschrieben. Sehr geil. Alle freuen sich. Alle, Digga, das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte gefühlt. Oder nicht, man weiß nicht, vielleicht korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie 10 Siege in Folge holen. Ist das gar nicht so gestört? Also zumindest ist es sehr, sehr lange her. So, wir sind anscheinend auf einen Privatparkplatz hier gekommen. Einfach so auf süß. Shoutouts an Revi an dieser Stelle, Digga. Wo sind wir überhaupt? Wir sind gerade beim Boats House. Boats, Boats, Boats House. Ich bin saugespannt. Ich war hier seit Ewigkeiten nicht mehr. Das ist der absolute Rave, glaube ich. Du bist ja eh ein kleiner Raver. Ich bin kein Raver. Ich bin auf gar keinen Fall ein Raver. Das ist ein guter Parkplatz. Digga, also ich glaube, das... auf jeden Fall komplett. Ich weiß nicht, welcher Parkplatz schlimmer ist. Der? Ich meine, der... Ja. Wir reden gerade, wer der größte Schau mal, wie er parkt, Bro. Ja, okay, das reden wir safe, Digga. Echt? Hier sind immer die Afterpartys von der Gamescom. Das ist hier sehr, sehr riesig. Weißt du, was das Geilste ist? Hey, von wem seid ihr? Von Revi. Achso, der mit den Küssen. Hat Andrea, der Tätowierte? Ja, natürlich, klar, mein Bro. Ey, geil, dass ihr hier seid, heftig. Ey, danke für die Einladung, ich bin einfach hierher gekommen. Ey, gar kein Problem, Bro. Wenn ihr was trinken wollt, kauft ihr was. Okay. Perfekt. Und ey, schönes Hemd, Mann. Danke dir, Ola Kala, schöne Jacke. Ola Kala. Ola Kala. Ola Kala auf Ola Jacke. Unterhemd auch Ola Kala. Ah, nice. Ja, ey, trinkt man ja auch keiner, ne? Mhm. Wie geht's euch? Hast du schon was getrunken? Ja, ein bisschen. Echt? Ja, ja. Aber entspannt. Hast du ein bisschen Schmerzmittel oder so? Ja, ich hab kein Schmerzmittel mehr. Guck mal, ich kann sogar ohne Krücken. Oh, das ist krass. Alter, geh bitte zurück. Darf ich bitte mit dem gehen? Geh bitte zurück, bitte. Ich will ein bisschen mit dem gehen. Oh, okay. Ist ganz schlimm, Bro, wirklich. Ich hab eben was gegessen. Mein Bruder ist schon ausgegangen. Der hat richtig Durchfall gehabt. Amar, ey, warte mal. Wenn wir spielen, soll ich die mal nach vorne rufen, willst du ein Mikrofon haben? Ey, hast du Bock?
Ja, klar. Hey Bro, du bist gleich unser MC. Ja. Da stehen 400 MC Leute Amar und warten auf dich. Hä? Und da schreist du Fortnite, Fortnite. Ja, darf ich rein? Battle Royale, Fortnite. Oder mach ich so? Ja, ja. Und jetzt alle. Und jetzt alle. Und dann mach ich so, warte. Wow, das ist der Standard-Dance. Heftig, heftig. Er ist auf die Emo-Taste gekommen, Digga. Digga. Warte, Manon. Ey, leg diese Musik bitte drunter. Okay, okay, warte mal. Einfach gar keine Musik. Gar keine Musik. Gar keine Musik. Gar keine. Mach gar keinen Sound drunter, gar keinen. Nur so quietschende Schuhe. So. Pass mal auf, Achtung, jetzt guck mal. Okay. Die Leute, die jetzt hier rechts stehen, sind alle wegen mir hier. Pass mal auf. Okay. Oh. Boots aus! What the fuck is going on? Let's go! Yeah! They crossing the line, I stick to the truth, I'm one of a kind. Gave it a God and follow his signs. Now all of a sudden I'm stuck in my prime. I'm wishing them well, I threw them a dime. They stuck in the shell, they drowning with time. You see the game, we still undefined. If they coming at us, they better rewind. Yeah, walking around with drip on me, gotta make sure I don't fall. Du siehst kein Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.